Pagliacci oder auf Deutsch Der Baiazzo heißt eine italienische Oper von Ruggero Leoncavallo. Die Uraufführung der Oper 1892 in Mailand machte den Komponisten mit einem Schlag berühmt. Er selbst streute das Gerücht, dass die Oper auf einer realen Begebenheit basiere. Stimmt aber nicht. Worum geht es? Es geht um 4 Männer und eine Frau, eine Schauspieltruppe, um Liebe und um Eifersucht. Chef der umherziehenden Schauspieltruppe ist Canio, seines Zeichens alkoholkrank, jähzornig und verbittert. Er hat einst die jüngere Nedda von der Straße weggeheiratet. Seitdem behandelt er sie wie sein Eigentum. Die attraktive Nedda sehnt sich verständlicherweise nach Freiheit. Sie ist verliebt in einen jungen Bauern namens Silvio. Silvio ist ganz Groupie und besucht jeden Abend die Vorstellung, nur um Nedda zu sehen. Der bucklige Schauspieler Tonio verehrt Nedda ebenfalls, hat aber bei ihr so gar keine Chancen. Der letzte im Bunde ist Beppo in der undankbaren Aufgabe des Streitschlichters. Aus dieser konfliktreichen Ausgangslage entwickelt sich ein tödliches Drama. Zu Beginn der Oper kommt die Schauspieltruppe auf einen Dorfplatz und macht lauthals Werbung für die Abendvorstellung bzw. das Grande Spettacolo. Als Nedda vom Karren steigen will, bietet Tonio ihr etwas zudringlich seine Hilfe an. Der eifersüchtige Canio verpasst ihm daraufhin eine deftige Ohrfeige. Tonio schwört insgeheim, dass Canio dafür büßen soll. Ein Bauer lädt Canio auf ein Glas Chianti ins Wirtshaus ein. Beppo will sich anschließen, wohingegen Tonio behauptet, er müsse sich noch um den Esel kümmern. Als die Bauern witzeln, Tonio wolle wohl mit Nedda allein sein, reagiert Canio grimmig lächelnd mit einer unverhohlenen Drohung. Er spiele zwar auf der Bühne den betrogenen und verhöhnten Ehemann, im echten Leben jedoch würde er bei Untreue seine Hände in Neddas Blut tauchen. Diese Worte beunruhigen Nedda natürlich zutiefst. Während die Männer in die Taverne gehen, zieht im Hintergrund die Dorfbevölkerung unter Glockengeläut in die Kirche ein und singt im sogenannten Glockenchor ein Lied, in dem es, welch ein Zufall, um Liebespaare geht. Nedda bleibt zurück und grübelt über ihren jähzornigen Gatten nach. Während sie von der Freiheit der Vögel träumt, wird sie von Tonio unangenehm überrascht. Als sie ihn und seine Liebesschwüre ein weiteres Mal verspottet, drängt er Nedda so hartnäckig, dass sie sich schließlich mit der Peitsche zur Wehr setzt. Tonio ist gedemütigt. Seine Gefühle schlagen um in blanken Hass und er sinnt auf Rache. Kurz darauf erscheint der Bauer Silvio und Nedda erzählt ihm von den Drohungen Canios und Tonios. Silvio!
Der Geliebte schlägt lösungsorientiert vor, Flucht noch in dieser Nacht. Doch Tonio hat die Szene heimlich beobachtet und holt Canio aus der Taverne, um das Liebespaar bloßzustellen. Tonio und Canio schleichen sich an, doch weil die Liebenden sich gerade verabschiedet haben, kann Silvio unerkannt entkommen. Netta weigert sich, den Namen ihres Geliebten preiszugeben und wird daraufhin von ihrem Mann mit einem Dolch bedroht. Beppo eilt ihr zu Hilfe und kann Canio aufhalten. In dem Moment ist der Gottesdienst vorbei und die Dorfbevölkerung strömt auf den Platz. Für die Schauspieltruppe ist es Zeit, sich für den Auftritt vorzubereiten. Canio identifiziert sich in diesem Moment sehr mit seiner Bühnenfigur, dem betrogenen Bajazzo, und singt die Arie Vesti la Giubba auf Deutsch: Hüll dich in Tantnur und schminke dein Antlitz. Deren zynischer Abschluss berühmt geworden ist. Ridi Pagliaccio oder auf Deutsch Lache Pagliaccio. Das Publikum strömt herbei und Netta nimmt, als Colombina verkleidet, die Eintrittsgelder ein. Sie nutzt die Gelegenheit, Silvio unauffällig zu warnen. Doch Silvio will nicht ohne sie gehen und kommt in die Vorstellung. Die Aufführung beginnt und die Sache wird sehr verwirrend. Colombina, alias Netta, wartet alleine zu Hause auf ihren Bühnenliebhaber Arlecchino, alias Beppo. Während Arlecchino ihr auf der Straße stehend ein Ständchen singt, übergießt sie drinnen der Diener Taddeo alias Tonio mit Liebesbekundungen. Als Arlecchino die Wohnung betritt, natürlich ganz unauffällig durch ein Fenster, räumt Taddeo das Feld. Die Liebenden planen ihre Flucht und wollen den Bajazzo mit einem Schlaftrunk ausschalten. Colombina verabschiedet sich von ihrem Geliebten zufällig mit den gleichen Worten, die Netta früher am Tag ihrem Silvio gesagt hat. Just in diesem Moment betritt der betrogene Ehemann die Szene, der Bajazzo alias Canio. Für Canio verschwimmen Spiel und Realität, als er Colombina alias Netta nach dem Namen des Liebhabers fragt. Worte fliegen hin und her und die Situation wird bedrohlich. Das Publikum merkt nichts davon und ist begeistert von der Intensität und dem mitreißenden Geschehen auf der Bühne. Musik
Wie im echten Leben will Beppo auch auf der Bühne Nedda wieder zu Hilfe eilen, doch der rachesüchtige Tonio hält ihn zurück. Und so kommt es, wie es in Opern kommen muss. Canio sticht der fliehenden Nedda einen Dolch in den Rücken. Zusammenbrechend röchelt sie noch die verhängnisvollen Worte: Zu Hilfe, Silvio! Worauf sich Canio umdreht und mit einer schnellen Bewegung auch den heraneilenden Silvio ersticht. Theaterstück und Oper enden mit den zynischen Worten Tonios. Geht ruhig heim. La Commedia è finita. Das Spiel ist aus.